Die Rentenzeitbombe tickt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Bundeskanzler Scholz hat es ja nun offiziell verkündet, dass die gesetzliche Rente bald nicht mehr sicher sein soll, weil wir ja in Deutschland altersdemografisch bedingt nicht mehr genügend Fachkräfte haben. Und heute, am 2. August 2020, 23 habe ich bei T-Online im Internet folgenden Beitrag gelesen. Ich will Ihnen das mal vor, also mal zeigen, dass Sie das mal sehen. Da steht dann hier, das können wir uns nicht mehr leisten. Und zwar von einer Christine Holthoff, die das verfasst hat, das Ganze. Und die hat das ja nun mal auf den Punkt gebracht, denn sie sagt, dass seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts es ja nicht mehr zu überhören ist, dieses Ticken, das Ticken der Rentenzeitbombe. Ja, ich benutze das Wort ja nur deshalb, weil es auch tatsächlich da drin steht, die Rentenzeitbombe oder Zeitbombe in der Rentenversicherung. Wir haben wohl bald zu viele, oder vielleicht haben wir sie schon, zu viele Rentner, die immer länger leben und zu wenige Erwerbsfähige, die einzahlen. Seit Jahrzehnten ein Zustand, der absehbar ist. Und dass die Rechnung irgendwann mal nicht mehr aufgeht, ist uns ja allen definitiv klar, meine Damen und Herren. Kamen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts oder letzten Jahrtausends noch sechs Arbeitende auf einen Rentner. So sind es jetzt noch rund zwei, das muss man sich mal überlegen, zwei Arbeitende auf einen Rentner. Und die Zahl soll wohl dann dauerhaft sogar noch weiter runtergehen. Und deshalb werden die Beiträge, die wir in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, Sie als Arbeitnehmer, ich als freiwillig Versicherter mit meinem Beitrag und viele andere auch, schon gar nicht mehr ausreichen. Die reichen schon heute nicht mehr aus. Wir wissen, dass der Bund jedes Jahr über 100 Milliarden Euro an Steuergeldern zuschießt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist de facto ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts, der hier in die Rentenkasse eingezahlt wurde. Ich habe das ja schon in anderen Videos auch oft genug gesagt, dass die deutsche Rentenversicherung schon längst pleite wäre, wenn es den Bundeszuschuss nicht geben würde. Und jetzt hat das wohl die Ampelkoalition erkannt und Christian Lindner und der Hubertus Heil wollen ja ein neues Rentenpaket aufsetzen. Das soll wohl dann noch vor der Sommerpause vorliegen. Und dieses Rentenpaket beinhaltet zwei Dinge. Einmal das Rentenniveau von 48% soll dauerhaft gesichert werden. Wer das bezahlen soll, weiß ich auch noch nicht. Und zum anderen will der Lindner ja die Aktienrente dann fundamentieren. Davon hatte ich auch schon was gesagt, halte ich überhaupt nichts. Was aber nicht mehr garantiert wird ab 2025, das ist eindeutig, ist die Frage der Beitragssatzstabilität. Wir zahlen ja jetzt von unserem Bruttoeinkommen Arbeitnehmer, Arbeitgeber insgesamt 18,6%. Da gehe ich mal davon aus, dass das 2025 oder ab 2025 dann Rakete nach oben geht. Und sicherlich ist ja auch eins klar, mit der Rente kann man sich im Wahlkampf nicht beliebt machen. Nur das Problem ist ganz einfach, hier geht es nicht mehr um die Frage, ob ich mich persönlich oder irgendein Politiker beliebt macht in Sachen Rente, sondern wir müssen die Fakten auf den Tisch legen und wir müssen auch Lösungen anbieten, die wirklich die Bevölkerung begreift, wo sie auch mitgeht. Und eine Lösung, die vermisse ich hier in diesem ganzen Kontext immer, und das scheint wohl sich offensichtlich bei der SPD, bei den Grünen und auch bei der FDP noch gar nicht also irgendwie durchgerungen zu haben oder durchdrungen zu sein. Warum zahlen wir nicht alle in die gesetzliche Rente ein? Die Beamten, die Politiker, die Selbstständigen. Dann haben wir doch vielleicht doch ein bisschen mehr Beiträge. Und wir müssen zusehen, dass wir die Potenziale, die wir auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben, auch besser nutzen. Dass wir also viel mehr Leute in Arbeit bringen. Dass wir unsere Frauen mehr in Arbeit bringen, die ja auch mehr arbeiten wollen. Dass wir dort also Lösungsansätze bringen für eine bessere Familienpolitik. Meine Damen und Herren, was hier geplant ist, was hier auch die Ampelregierung plant mit dem Hubertus Heil und mit dem
Herr Lindner, ist nur ein Herumgewurschtle und ein Herumgedoktere, aber es wird im Grundsatz, im Kern die Frage einer gerechten und auch armutsfesten Rente für die Zukunft nicht lösen. Wir kommen, wenn wir hier nicht bald was tun, und bald heißt eigentlich dieses Jahr noch, wir haben ja gar keine Zeit mehr zu verlieren, werden wir in eine Rentenkatastrophe stürzen, ungeahnten Ausmaßes. Und da werden sich dann, wenn das Ergebnis dann vorliegt und wir dann tatsächlich vielleicht auch sogar an die Rentenhöhen ran müssen, werden sich die neoliberalen Kräfte in diesem Land dann die Hände reiben und sagen, na, endlich haben wir es geschafft. Wir haben die Rente, unsere gesetzliche Rente, totgeritten, und zwar auch unter Mithilfe der nicht handelnden, ich sage es vorsätzlich nicht handelnden Regierungen. Seit 1970 hat sich hier nichts getan. So, meine Damen und Herren, und deswegen sagen wir auch, und zu Recht, die Rentenbombe tickt. Und zwar richtig laut, und irgendwann mal in kurzer Zeit wird sie explodieren, wenn nicht hier der Hebel sofort rundgelegt wird und eine wirkliche, echte, riesige, große, von der Mehrheit der Bevölkerung auch zu erwartende Rentenreform gemacht wird, wo wir alle einzahlen und wo dieses ganze Thema Riester-Rente und auch Betriebsrente endlich zu den Akten gelegt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.